Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, dritter Grand Prix-Finale mit Philipp Amar und Chris Cross Gaming TV. Das hört sich immer so spannend an. Wie so eine TV-Sendung. Bist du, Ben, beim Chris Cross mindestens einmal in der Woche auf seinem Kanal drauf und guckst mal, was da so los ist? Jetzt sagst du natürlich, ja, mache ich. Streber hab's. Nein, alle 3 Wochen aber. Einmal im Monat, also. Also ich bin beim Chris Cross einmal die Woche ungefähr im Schnitt. Vielleicht auch manchmal zweimal, kommt immer drauf an. Aber man muss auch sagen, man kann nicht alles gucken, es geht nicht. Du hast ja auch noch, du bist 10., 11. Klasse oder 11. Klasse, genau. Und da kann man auch nicht seine ganze Freizeit bzw. sein Leben mit YouTube verbringen. Nicht mehr, genau. Und ja, hast du der Welt was zu erzählen, was Schönes, irgendwas? Ich freue mich. Weg habt dabei was und beim 25. Warte mal, so, und jetzt warte mal kurz, kannst du es nochmal erzählen? Ich habe die Aufnahme verpasst, also jetzt geht's los. Sorry. Okay, gut. Also ich... Ja, ja. Ich grüße Maron Link nochmal, der ja letzte Woche im Quiz war bei dir. Genau. Nochmal Glückwunsch zu deinem Sieg. Und du hast mir geschrieben, an diesem Tag letzte Woche, bevor du da warst, dass es verdammt lustig sei, dass du zum 15. MKW Cup dabei gewesen bist und zum 25. Und ebenso lustig ist es, dass ich beim 16. MKW Cup dabei war und jetzt auch beim 26. hier so ein bisschen, ja, die Sprachaufnahme voll nur schon genau, genau. Die Rituale immer hier, Wahnsinn. Es ist schon... Ob ja, das mal kein Unglück bringt, also... Ach was. Ach was. Boah, ich, ja, den 13, ich muss mal gucken, den 13. ob ich die Aufnahme überhaupt vom zweiten Grand Prix mit aufgenommen hatte. Wenn nicht, rede ich wieder alleine. Bowsers Festung 3 fahren wir. Das ist eine Strecke, die kommt immer dran. Das ist Standard. Richtig. Die Frage ist nur, warum. Also, ich glaube ja, das ist meine These, dass die guten Fahrer, also wir, dass die nicht auf so Strecken stehen, wo es viel hoch und runter geht. Wo es so viel abgeht, dass man so viele Stunts machen muss, sich so vor so vielen Sachen in Acht nehmen muss, weil es einfach dann um das Fahrtechnische geht. Um die schnellste Zeit auf der Strecke. Und da ist die Strecke halt prädestiniert dafür. Bist du wie bei Formel 1. Da gibt's nichts zu führen, ja. Da gibt's ja auch keine Strecken, die, wo man rumbouncen kann. Bei der Formel 1 nicht, aber dafür gibt es ja eigene Turniere. Ja. Das ist echt krass. Ich habe gehört, du hast eine schöne Frage mitgebracht für die Leute, die dich lieben und hassen oder dich noch nicht kennen. Du kannst dich jetzt dementsprechend damit beliebt machen, beziehungsweise auch unbeliebt. Okay, an alle Leute, die mich lieben, ich habe euch auch lieb. an alle Leute, die mich hassen, warum? An alle Leute, die mich noch nicht kennen. Hallo, ich bin Enti. Wir können es ja so machen, du stellst die Frage und ich blende dann Preise oben links ein, was derjenige gewinnt. Also in dem Moment, wo die Frage gestellt wird. Oh ja, aber den darf ich aussuchen, den Preis. Das wird teuer. Ja, das machen wir dann hinterher. Ich habe das schon... okay, gut. Ah, denk dir was aus. Du kannst ja erstmal die Frage raushauen und... Das ist auch eine ganz kleine Frage. Es gibt ja verschiedene Streckengegner auf den Strecken bei Mario Kart. Zum Beispiel die Kettenhunde. Genau. Oder Goombas. So. Und auf wie vielen Strecken von Mario Kart Wii gibt es Streckengegner, die Tiere sind? Also ganz normale Tiere, die man sich im Zoo angucken kann oder die man zu Hause im Haushalt halten kann. Interessant. Krass. Und da sage ich nochmal, dass Goombas keine Tiere sind. Die sind nämlich auf Hunden. Genau. Es gibt keine Goombas. Genau. Also alle Tiere, beziehungsweise ja alles, was man sehen kann. Die Frage ist jetzt, die Fahrer, die kann man ja auch sehen. Es gibt ja auch Schildkröten.
Was meintest du? Strecken? Ich meine Streckengegner, die einen behindern können. Und ja gut, das können ja auch Teilnehmer. Also du meinst, ausgeschlossen sind jetzt die Fahrer, sagen wir mal. Ja, die Fahrer natürlich nicht. Genau. Wir können sogar noch so weit gehen und sagen, Tiere, die sich bewegen. Genau. Die eingescriptet wurden und da ihren Weg suchen. Die teilweise manchmal auch nur nach rechts und links laufen. Ja, richtig. Aber es gibt ja schon viel zu viele Hinweise wieder. Naja, komm. Also. Wir sind ja nett, oder? Es ist ja bald Weihnachten, da muss man ein bisschen netter sein. Ja. Natürlich. Schade, dass du nicht mitfährst. Jetzt siehst du nicht, wo das Rennen endet, weil ich bin letzter geworden. Oh. Auf Bowsers Festung 3. Und du darfst dir eine Strecke auswählen dafür. Oh. Also, ich wollte im ersten GP, habe ich überlegt, ob ich Piazzale Delfino wähle oder nicht, weil ich ein Leichtgewicht habe und dann auf der Brücke runtergerammt werden könnte. Da ich aber weiß, dass Philipp noch dabei ist. 8 Sekunden, 7 Sekunden? Varus Goldmine. Ja, ich suche, da ist er. Oh, bam, 1 Sekunde Glück gehabt. Da ist das Ding. Wir haben jetzt übrigens interessant Varus Goldmine von mir, von Philipp. Kannst du raten, was für eine Strecke er genommen hat? Genau, Chris Cross hat auch Sorbet Land gewählt, das ist drangekommen und Bowsers Festung von Arma. Also müssen ja nicht Strecken doppelt fahren innerhalb der Cups. Genau. Nee, des Cups. Genau. Das ist die übliche Streckenwahl. N64 Bowsers Festung hat Arma gewählt. Das ist, glaube ich, auch seine ultimative Strecke so ein bisschen mit. Zumindest eine davon. Und da wird sich jetzt tierisch aufregen, dass die Strecke drangekommen ist. Und ich glaube, Philipp hat eben Arma runtergehauen an der Spalte, weißt du? Also nein. Das heißt, Arma ist auf Platz 4 jetzt, ich bin auf Platz 2. Ne, Arma ist direkt hinter mir auf Platz 3. Springst du wieder so schön über die Ecken drüber? Ja, das mache ich immer gern. Ich hatte ja, früher auch mal Eselsohren in meinem Schulbuch. War echt jetzt? Ja, bedingt, also. Wir müssen die ersetzen. Ja, es ist halt immer so eine Sache. Bücher halt, ja, sind ersetzbar. Letztes Jahr, oder vor 2 Jahren, nee, es war letztes Jahr, da haben wir neue Russisch-Bücher bekommen und durften dann die alten einfach mit nach Hause nehmen. Oh, auch nicht schlecht. Okay. Musst du da eine Leihgebühr bezahlen, wenn du dir Bücher ausleihst? Für das Jahr? Nein, in der Schule nicht, weil das zahlt ja der Freistaat. Oder der Staat. Steuerzahler. Der Staat hat kein Geld. Im Endeffekt, der Starter hat schon Geld. Ja, pleite sind sie halt ein bisschen, aber sonst. Wir haben Schulden, aber deswegen sind wir nicht pleite. Ich weiß. Ja, ist halt so ein Thema. Ja, nee, sollten wir auch nicht weiter jetzt diskutieren. Wir können auch kurz anschneiden, wie sieht's aus in Dresden mit Schulden? Mit Schulden? Ja. Man sagt ja pro Kopf, pro Stadt, also ich glaube, am meisten verschuldet war welches Land? Weißt du, welches Land verschuldet am meisten? Ich hatte es letzte Woche irgendwann mal auf dem Schirm. Meinst Bundesland? Welches Bundesland, beziehungsweise auch welche Stadt, das ist auch interessant. Welche Stadt waren das? Weiß ich nicht, aber ich bin ja am Rechner. Ich weiß, München ist somit die beste Stadt sozusagen, die wenigsten Schulden hat. Bayern, sozusagen das eigene Land für sich. Du hattest ja was vorgelesen vor ein paar Tagen über die bayerische Nation. Ja, schön, dass du das auch aufgenommen hast. Ja, ey. Zum Teil. Das ging nicht anders. Ich wollte das nicht rausschneiden. Übrigens, ja. Das Buch war für Nintendo-Zocker nochmal von deinem Opa. Und ja. Von deinem Onkel. Mhm. Ich hab's auch durch jetzt. Also, aber ich werde es nochmal auf Englisch lesen. Ja, Englisch ist halt man erfährt vielleicht ein bisschen mehr im englischen Bereich. Was sozusagen im Deutschen zensiert wurde. Oder was in der Übersetzung verschluckt wurde. Ja. Also, ich habe jetzt hier 2 Antworten gefunden. Die eine ist Berlin, die andere ist Hamburg. Berlin und Hamburg, das hört sich, glaube ich, gut an. Also, ist ja logisch, sind ja auch die größten Städte. Genau. Millionenstädte. Kaputt gegangen. Ist halt Westmüll, ne? Boah, du musst ja... Nee, zur Wende warst du noch nicht auf der Welt. Also, zur Wendezeit. Nee. Okay, also hast du keine Straßen mitgebaut? Nee.
Aber ich habe bestimmt noch Oststraßen mit demoliert als Kind. Sehr gut. Okay. Zum Glück sind die Straßen in Mario Kart Wii alle ganz gut. Zumindest die Asphalt. Ja, ich fahre gerade Donkey Kongs Dschungelpark und es ist bedingt, also. Ist halt sehr staubig. Gibt's da keinen Asphalt? Manchmal frage ich mich, ob der Dschungelpark von Donkey Kong Naturschutzgebiet ist und warum wir da überhaupt durchfahren dürfen. Richtig. Das ist halt illegal. Ja, an sich. Ja, und eigentlich müssten alle Karts so eine grüne Plakette vorne drauf haben, so draufgeklebt. Noch so Umweltplakette. Hör mir auf. Und dann noch mit Polizei und so Verfolgung. Ja, und dann müssten wir auf so WLAN-Winterreifen aufziehen. Schneeketten, genau. Schneeketten. Das wär's. Die Frage ist, was für fahrbaren Oberflächen gibt es denn auf Donkey Kongs Dschungelpark? Hast du eine Ahnung? Ja, Holz, auf der Holzbrücke. Boah, das hatte ich gehofft, dass du es nicht weißt, okay. Beschleunigerstreifen. Okay. Und braunen Staubdreck. Und dann noch dunkelbraunen Staubdreck in der Abkürzung, der befahrbar ist. Und natürlich Gras, wo man nicht langfahren sollte. Genau. Ich hatte, glaube ich, meine Frage, was ist der Unterschied zwischen der N64-Version und dieser, wenn man auf den Rasen fährt? Weißt du das überhaupt, was da der Unterschied ist? Hatten wir dann nicht schon mal drüber gesprochen? Also, Worldplace und ich, schöne Grüße an Worldplace, an Alex. Mhm. Wir regen uns ja immer auf, wie diese Strecke Dschungelpark so abgerundet ist und dass man da immer rausfliegt, wenn man versucht, ein Wheelie zu machen. Ich glaube aber, der Unterschied besteht im Hintergrund, oder? In den Palmen? Ja, die Texturen sind natürlich ein bisschen anders als auf dem M64, das stimmt schon. Also ein bisschen, auf dem N64 ist es ziemlich verpixelt. Und ich glaube, die Palmdarstellung ist auch ein bisschen anders. Und was noch anders ist, auf dem Dampfer, da sind Palmas drauf. Die sind auf der N64-Version natürlich nicht drauf. Ja, die gab es da noch nicht, genau. Was aber noch der Unterschied ist, dass dich diverse Tiere bewerfen. Ah, ja, richtig, richtig. Stimmt. Das war mit diesem komischen Kokosnuss. Genau, ich sag mal, das sind Affen oder so. Das müssten ja Affen ja, sein. Ja, logischerweise schon. Aber das sind keine Tiere, die bei der Frage gelten, denn die gibt's in Mario Kart Wii nicht. Genau. Oh, sieht gut aus für Leon. Also Philipp hat 38, Arma 34, Cross 29 und das war's auch schon, krass. Wie schnell das vergeht hier. Ja, wir sind hier wieder am Quatschen. Philipp gewinnt nur noch, den muss ich mal disqualifizieren. Nee, also Philipp hat ja heute nicht gewonnen. Leon hat ja heute gewonnen, sein Kater, der für ihn gefahren ist. Stimmt, also, genau. Philipp hat ja heute noch gar nichts geleistet. Und Arma ist nur mitgefahren, weil es ein Tor hat, zu gewinnen gibt. Glaube ich. Ach, den wollte er wohl ich haben. Ich denke, er ist doch Torwart-Fan, hat er mir mal gesagt. Stimmt. Und du kannst eigentlich in den Raum reinkommen, wenn du möchtest. Weil wir sind durch eigentlich. Ja, wer ist halt aber so. Du bist ja mit... Jetzt hatte ich aufgelegt. Ja, jetzt hatte ich aufgelegt. du musst aber nicht. Du bist, glaube nee, ich, nicht bin ich auch an nicht der mehr. Wii. Mit deinem Notebook. Ich weiß okay. nicht, kannst ja dann. Können wir ja dann nochmal gucken, ob du noch fährst oder nicht. Genau. Ich würde mal spontan sagen, möchtest du den Philipp noch irgendwas sagen, was er gewonnen hat? Also. Warte, ich muss dich neu aufnehmen, oder? Nee, das geht automatisch. Das mache ich hinterher, glaube ich, sowieso nochmal, also. Okay, na gut, so nur auch wieder nicht. Merci, genau. Ja, yeah, also, herzlichen Glückwunsch, Philipp, beziehungsweise Leon. ja, genau, von mir auch. Ja, das war's erstmal soweit. Ich mache jetzt hier einen Cut rein und nächste Woche 27 dann Cubby Cup. Deine Lieblingszahl sozusagen, wenn man die erste Zahl ignoriert. Einer deiner Lieblingszahlen. Einer deiner Lieblingszahlen. Und ja. Winke, winke. Winke, winke. Und... Wicke, wicke.